Thank you.
Hallo liebe Freunde der symphonischen Blasmusik, das waren jetzt glaube ich erst 13 Minuten, aber ich will noch kurz was dazu sagen. Diese schöne Kiste haben wir gebraucht gekauft, beziehungsweise mein lieber Kollege Philipp hat sie gebraucht gekauft und ihr habt es vielleicht gemerkt, es passieren manchmal Dinge, die etwas überraschend kommen. Tatsächlich, wenn ihr das auch so ein bisschen seht, dass das Display ist auch so ein bisschen am Flackern und sowas. Das ist eine gar nicht so alte Kiste, dafür, dass Oberheim draufsteht, aber es ist so quasi alle Oberheims zusammen. Sie ist komplett digital und zurzeit unglaublich buggy. Wir sind seit einer ganzen Weile auf der Suche nach einem Software-Update, was auch funktioniert. Wir müssen das dann per MIDI rüberschieben, das dauert unglaublich lange. Aber wir sind noch nicht so ganz fündig geworden, auch weil uns immer mal wieder so ein bisschen die Zeit fehlt, uns darum zu kümmern. Aber ihr habt jetzt einfach gesehen, dass es auch solche Kisten gibt, die einfach so ihr Eigenleben entwickeln und die nicht immer dann gleich funktionieren, wenn man drauf drückt. Und das macht aber auch irgendwie den Charme von Synthesizern aus und deswegen liebe ich sie. Vielen Dank fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal.